So, meine lieben Leute, euer Randtimes zurück mit einer neuen Folge Call of Duty Black Ops 3 Pack Opening auf meinem Channel. Hier geht's um Folgendes: Wir hatten das ganze gute Wochenende, hatten wir doppelte Krypto und das hat man natürlich ein Stück weit ausgenutzt. Ich habe zwar jetzt nicht die ganze Zeit gespielt, weil ich noch ein bisschen unterwegs war und was erledigen musste, aber ich habe es geschafft, auf 357 Kryptos zu kommen und ich dachte mir so, mache ich mal wieder eine kleine Folge vom Pack Opening und wir schauen einfach mal gemeinsam rein, was denn so drin steckt. Ich bin jetzt die ganze Zeit am Überlegen, was ich mache, ob ich nicht einfach ein paar Zehner auch aufmache oder ob ich wirklich doch nur die seltene Vorratslieferung aufmache. Ich bin da noch so unentschlossen, ich weiß es nicht. Wir fangen auf jeden Fall einfach mal an mit der ersten Kiste. Schauen wir mal rein, was jetzt da kommt, was passieren wird. So, wir haben hier die allererste Kiste. Zack. Und ja, super. Ich kriege auf jeden Fall normal und selten. Das ist natürlich nice, richtig schön. Und nochmal ein 5er Bonus. Ach Mensch, ist natürlich nicht so besonders, aber gut, kann man nichts ändern. Jetzt kommen wir zur zweiten Kiste. Verschwörung für die LK. Super Magazinerweiterung, Variante. Alles klar. Dann wieder ein 5er Bonus und wir haben auf jeden Fall normal für die Dingo so einen Schrott, brauche ich gar nicht erst aufzählen den Dreck. Dann ist wie gesagt so für die Drakon Eisvogel. Naja, braucht man auch nicht wirklich. So, the next please. Natürlich, wenn wir uns, wenn irgendwas mega geiles kommt und so, werden wir uns das danach natürlich gleich mal anschauen. Aber momentan, wie gesagt, so dritte Kiste, nur Schrott und 3er Bonus. Also wie gesagt, da brauche ich natürlich auch nichts vorlesen. Da seht ihr, dass es Schrott ist. Schauen wir weiter. Wie die nächste Kiste. Ja, alles klar. Für die XR2 ist natürlich okay, kann man nichts sagen. So legendär Brandfackel ist aber nicht mein Ding, so also ich stehe überhaupt gar nicht auf diese Tarnung. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Sturm für die Locos, okay, kann man nicht sagen. Marionette für den Outrider, ist okay, 5er Bonus. Kann sich sehen lassen, die Kiste, die ist auf jeden Fall mal gut, selten, episch, legendär, oder Leute? Nice, die ist auf jeden Fall okay. Schauen wir mal weiter. So. Na klar, wir kriegen auf jeden Fall was Normales. Freibeuter, Schwindler für die Black Cell, glaube ich, habe ich sogar schon ganz knapp für den Ruin. Und ein 5er Bonus, naja, ihr seht also nichts wirklich Gutes. Also ich habe da auch momentan sowas von mega Pech, also dass ich da überhaupt nichts reinbekomme für die XM53 Kupferstich, was normal ist. Und dann, wie gesagt, zu Schlingler für den Firebreak. Oh, 5er Bonus. Also momentan ist es ja wirklich, sage ich mal, echt mau. Oh, alles klar. Wir kriegen auf jeden Fall ein Kopfthemen, den Mate von Reaper. Der sieht jetzt nicht schlecht aus, also das werden wir auch auf jeden Fall mal nachher gleich mal reinklatschen. Mal gucken, was da denn so los ist. Schauen wir mal. Okay, weiter geht's erstmal. XR2. Wir haben auf jeden Fall hier ein Emblem bekommen, das los heißt, selten und ein 3er Bonus. Oh mein Gott, also regulär stehe ich jetzt gerade auf 120 Kryptos noch, also das heißt 4 Kisten und natürlich noch das Zeug, was dazu kommt. Und naja, Manowar, Bandito, legendär. Wir haben hier, wie gesagt, so den Todesengel für den Outrider, das finde ich jetzt nicht schlecht. Sonnenschein für die AK5, naja gut, und ein 3er Bonus ist natürlich nicht so prickelnd. Und dann haben wir ja natürlich noch das Gute, dass wir vieles eintauschen können. Dadurch, dass ich natürlich, ich krieg Ritual für die M8, das ist natürlich nice, das kann man jetzt nicht sagen, das ist sowas Gutes und so. Aber ich bin eigentlich gar nicht mehr so dieses Tarnungen irgendwie aus den Kisten, ist nicht so meine Welt irgendwie. Ich bin so geworden, so ich habe halt meine Spezialtarnung so drauf, die ich halt so habe, so das ist die Newtown-Tarnung. Die finde ich mega geil und sonst bin ich eigentlich, mache ich diese Kisten eigentlich nur mal auf, um irgendwie was Neues zu haben in Richtung hier so Waffen oder so, ne? Aber naja, gut, war wohl nix, wie gesagt, so 97 Kryptos haben wir zur Verfügung noch, schauen wir mal weiter.
super. Okay, wir kriegen 20 Kryptos, also Bonus. Das ist natürlich nicht so schön. Naja, ich sag, naja. Willst du mich ficken? Echt mit dem Scheiß. Nur Kacke, Prestige kriege ich jetzt für. Also wirklich nur Schrott wieder. Also wenn ich. Und das ist so, man schwitzt das ganze Wochenende darauf, dass man irgendwas Geiles bekommt. Und ich bekomme nichts Geiles, ohne Scheiß. Ich krieg fürs Kampfmesser Sturm. Ich meine, so interessiert keinen die Tarnung und so. 10 Krypto krieg ich. What the fuck, Alter, ohne Scheiß. Sensationell, ohne Scheiß. Ich habe jetzt genau noch 17 Kryptos. Mal schauen, was jetzt bei rauskommt und so bei den ganzen Doppelten, die ich jetzt wieder abgeben werde. Aber mal ganz ehrlich, war da jetzt was Sehnendes drin? Dafür, dass ich das ganze Wochenende dafür geschwitzt habe. Das ist natürlich wieder richtig nice. Doppelte eintauschen. 65 Kryptos kriegen, ne? Doppelte eintauschen. Ich bin jetzt echt wirklich mega am Überlegen. Ich glaube, ich werde jetzt einfach eiskalt. Ich mache das so. Ich mache jetzt eine 30er Kiste noch auf und dann den Rest 10er. Und dann schauen wir mal, ob ich vielleicht da Glück habe. Ich krieg Eis für die XMR. XM53. 7 Kryptos. Na, alles klar. Doppelte eintauschen. 14 Kryptos kriege ich. 47 habe ich jetzt. So, dann machen wir halt 10 auf. Mega. Dann machen wir jetzt 10 auf. Gucken, vielleicht hat ja Gott mich erhört, dass ich heute 10 aufmache und da mal reingucke. Wunderschön. Also nur Scheiße. Also wirklich nur Scheiße kriege ich. Ich bin so mega, mega froh, dass ich mich doch für die 10 entschieden habe. Nicht. Ganz ehrlich, doch wieder eintauschen. 26 kriege ich nochmal. 20, 26, 23. Bei mir stand 26. What the fuck? Okay, gut. Habt ihr es gesehen, Alter? Was habe ich bekommen, Alter? Richtig krasse, geile Sachen und so. Ich habe mir gedacht, so, ich habe Freitag geschwitzt, ich habe gestern geschwitzt, ich habe heute geschwitzt und ich dachte mir so, yeah, jetzt kriege ich endlich mal so einen riesen Baseballschläger oder irgendwie so ein Schwert, wo ich mir rumprügeln kann und was kriege ich? Ich kriege gar nichts, Mann, Leute, nichts kriege ich, Mann. Ich kriege einfach nichts, Mann. What the fuck, Alter, was ist das für eine Scheiße, ey, ich sag's ja, das ist wieder so dieses geile Call of Duty, Movie, Duvi, Schnuvi und so, doppelte Krypto und so, ich hab das Gefühl, die patchen dann aus Versehen so mal ganz schnell diese Kisten runter und so, dass da nur Kacke drin ist, weil es könnte ja zu cool sein und zu schön sein, wenn man einfach irgendwie mal was richtig Geiles bekommen würde davon, aber nein, natürlich nicht, wie ihr sehen könnt, es ist einfach der reinste Scheiße, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei der Scheiße, zieht's euch rein, es ist auf jeden Fall richtig toll und wir freuen uns natürlich auch richtig drüber, dass das richtig Scheiße ist. Naja, egal, wie gesagt so, bis zum nächsten Video und das wird am Mittwoch kommen. Da wird auf jeden Fall das neue Video kommen, aber ich denke, das wird was Lifestyle-mäßiges sein und so, Leute. Wie schon gesagt, und so bei Fragen, bei irgendwas oder sonst irgendwelche Tipps, Tricks oder sonst irgendwas, schreibt es mir in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da und reingehauen, Leute. Okay, gut, ich habe wieder übertrieben. Tschüss.